still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier auf meinem Kanal. Ich bin der Skydreamer und ja, ich wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. Eigentlich bin ich absolut kein Stratege, also ich spiele keine Strategiespiele. Doch ein Spiel hat mich in den letzten Tagen überhaupt nicht mehr in Ruhe gelassen. Und das ist Frostpunk. Und dieses Frostpunk möchte ich mit euch kurz mal anzocken, nur mal anzocken, um was es sich da genau dreht. Und ja, so wie ich es verstanden habe, hat uns eine weitere Eiszeit erreicht und der Frost macht uns zu schaffen und London wurde auch komplett zugeschneit. Und wir haben uns auf den Weg nach Norden gemacht, über das vereiste Meer, weil dort soll eine Maschine stehen, ein sogenannter Generator, der uns mit Wärme und Dampfkraft versorgen kann. Und dadurch schöpfen natürlich die Leute neue Hoffnung. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und zwar ein neues Zuhause, okay. Also, wie ich schon erzählt habe, wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Okay, also, wir haben Leute verloren. Ich schätze mal, dass wir diese Leute später wiederfinden müssen, mit irgendwelchen Expeditionen. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen. Aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Okay, also Fragen über Fragen. Das ist mit Sicherheit, wird das hier richtig spannend. Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt wo unsere Welt in Scherben liegt. Naja Leute, gebt nicht so schnell auf. In Scherben liegt noch lange nichts, es hat halt nur mal ein bisschen geschneit. Wir müssen überleben, genau, so sehe ich das auch. Also Leute, wir starten das einfach mal. Wir müssen überleben. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Okay, also das scheinen unsere ersten Aufgaben zu sein. Und ich vermute mal, dass wir am Anfang überhaupt keine Kohle haben. Und ja, Leute, ich nehme alles zurück. Also es
hat nicht nur ein bisschen geschneit, sondern sehr viel. Und wir haben knackige minus 20 Grad Celsius. Und das scheint hier dieser Generator zu sein, diese Maschine. Und die steht hier. Ein bisschen habe ich den Eindruck, man sieht hier wunderschön gemacht, auch die Schneestürme. Wir scheinen ein bisschen geschützt zu sein. In der sogenannten, ja, wie kann man das nennen, Eisloch, Schneeloch. Weil wenn ich das richtig sehe hier, das ist ja alles das pure Eis. Und mittendrin sind wir. Aber ein bisschen, denke ich mal, windgeschützt, so ein bisschen zumindest. Ja, und wir schauen uns das mal näher an. Okay. Vorratslager. Und wie ich das schon befürchtet habe, ein bisschen Holz haben wir für den Anfang. Wir haben keine Kohle, kein... Doch, ein bisschen Stahl haben wir. Ein bisschen Rohnahrung. Okay, Leute. Das Spiel, das Strategiespiel hier soll einen ganz schön, trotz der minus 20 Grad, es kann sogar noch kälter werden, minus 40 Grad und so weiter, soll einen wohl doch recht ins Schwitzen bringen. Also, wie gesagt, ich bin kein Stratege. Ich wollte es mir aber mal gern kurz anschauen mit euch. Ja, und ich würde sagen, lagere Kohle ein. Also, lagere Kohle ein und wir brauchen 200 Kohle. Aktiviere den Generator. So, und wenn wir uns hier mal umschauen, wir haben hier jede Menge Rohstoffe. Wenn ich hier mal draufklicke, okay, Holzkisten. Das wird uns wahrscheinlich das Holz bringen für unsere Hütten, die wir bauen müssen. Und da schicken wir gleich mal ein paar Arbeiter hin. Und man sieht, die Arbeiter hier, das ist richtig schön gemacht, richtig geil. Die schuften sich jetzt oder schaufeln sich den verschneiten Weg frei zu ihrer Arbeitsstelle. Also das ist keine so schöne Arbeit. So, und was brauchen wir noch? Hier haben wir nochmal Holzkisten. Wir brauchen Kohle. Kohlehaufen. Also Kohle ist für den Anfang für uns jetzt verdammt wichtig. Und da schicke ich gleich nochmal ein paar Arbeiter hin. Weil die Kohle darf uns praktisch nie ausgehen. Weil wenn der Generator ausgeht, dann droht uns der Tod durch Erfrieren. Und das wollen wir ja gerade nicht erreichen. So, und hier kann man schon schön sehen. Okay, die Leute arbeiten schon mal. Also die Arbeitszeit hier, hier oben ist es schön zu sehen. Wir haben jetzt 14 Uhr. Die Arbeitszeit soll hier bis 18 Uhr gehen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, müssen wir wohl auch Gesetze erlassen. Sei es Kinderarbeit oder Notfallschichten. Das ist natürlich alles, man muss es genau abwägen, weil alles hat hier Konsequenzen. Also wie man sich, je nachdem wie man sich entscheidet. So, hier oben hängt was. Okay, du kannst die Kamera mit der Bauswege. Okay, das ist jetzt nicht weiter so wichtig. Was haben wir noch? Rohstoffe und Arbeitskräfte. Rohstoffmanagement ist entscheidend für das Überleben der Stadt. Du brauchst Kohle, um den Generator mit Strom zu versorgen. Holz und Stahl sind für den Bau und Forschung notwendig. Okay, Dampfkerne sind ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude. Rohnahrung wird für die Zubereitung von Essensrationen verwendet. Ah, also Rohnahrung vermute ich mal Jäger, die jetzt wild erlegen und dann muss das natürlich noch verarbeitet werden in, ja, in einem Restaurant sozusagen. Später im Spiel können weitere Arten von Rohstoffen auftauchen. Zeitstreuung. Man kann die Zeit beschleunigen. Okay, die Zeit kann man beschleunigen, das habe ich auch schon gesehen, alles klar. So, Unzufriedenheit. Einwohnerbedürfnisse, Mangel an Unterkünften. Ja, was baut man jetzt zuerst? Als allererstes machen wir mal den Generator an. Ich schau mal, hier ist unser Vorratslager. Und ich schau mal, wir haben jetzt 53 Holz. Kohle 103. Wir können den Generator, glaube ich, schon mal anfeuern. Wow, und es wird warm, Leute. Okay. Wir haben die Dampfstufe 1. Und man sieht praktisch durch dieses, man kann das Ding natürlich auch noch höher drehen. Und je höher man das Ding dreht, vermute ich, desto mehr heizt er logischerweise und desto mehr Baufläche haben wir dann frei. Weil Baufläche haben wir jetzt praktisch nur diesen Kreis um den Generator herum. So, und ich muss mal schauen, was wir noch alles machen müssen. Stahl, Stahl, wir brauchen Stahl. Ich habe hier irgendwo Stahl gesehen. Hier ist Stahl. So, und da schicken wir auch erstmal ein paar Arbeiter hin. Wir müssen natürlich die Arbeiter, die wir dann haben, aufteilen. Lagere Kohle ein. Also das haben wir noch nicht ganz erreicht.
bauen. Und als erstes bauen wir mal Unterkünfte hin. Ich will mal ein bisschen sparsam sein. Und wie ihr jetzt seht, wir haben 18.35 Uhr. Die Leute kehren von ihren Arbeitsstellen wieder nach Hause. Aber ich bin der Meinung, dass hier nach Feierabend noch an den Hütten gebaut wird. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Hütten wir brauchen. So, Dach über die Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Ja, also wie ich schon vermutet habe, wir brauchen natürlich Unterkünfte, das ist ganz klar. Ich werde für einige Unterkünfte sorgen. Ich werde allen eine Unterkunft bieten. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ja, das können wir jetzt gar nicht machen. Das ist mir so ein Versprechen. Dann muss man das wirklich 100% einhalten. Ich würde sagen, ich werde für einige Unterkünfte sorgen. Wir machen erstmal ein kleines Versprechen. Biete mindestens der Hälfte deiner Einwohner eine Unterkunft an. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? Zu Hause. Okay. Das ist ja nur unser Vorratssack. Okay, also Leute, wir brauchen auf jeden Fall Unterkünfte. Die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran. Die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Ah ja gut, das habe ich mir eben schon gedacht. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Okay, also, naja, aber ich sag mal dazu, also hier ist mal wirklich voll als Stratege gefragt. Das ist eigentlich nie so mein Fall. Aber naja, ich setze hier nochmal ein Ding hin. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind nicht drei, sondern zwei. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Temperatur. Verwende das Baumenü am unteren Bildschirmrand, um den Bau oder Abriss von Gebäuden und Straßen anzuordnen. Also Straßen können wir auch bauen. Nur wer derzeit nicht arbeitet, kann Strukturen aufbauen. Okay, alles klar. Temperatur. Verstehe. Ah ja, okay. Ja, und wie es aussieht, kann man da auch noch mehrere kleine Bereiche. Hier ist, scheint noch ein zweiter Generator zu sein. Okay. Lebenswert. Kühl geht anscheinend auch noch. Kalt, sehr kalt, eiskalt. Okay, also die armen Leute, also wenn man überlegt, wenn sie hier hinten irgendwo arbeiten müssen, ist das schon richtig eiskalt bei denen. So, obdachlos. Okay, obdachlos. Ich weiß es nicht genau. Und das mit der Kohle wird schon wieder eng. Also da müssen wir echt aufpassen. Nicht, dass uns der Generator wieder ausgeht, weil natürlich jetzt abends oder nachts wird keine Kohle mehr rangeschafft. Das wird erst tagsüber gemacht. Ich werde mal die Zeit etwas beschleunigen. Ja, und man sieht natürlich die Kohle, ne, die nimmt ab. Krankheit und Gesundheitssystem. Also da kommt ganz schön was auf uns zu. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Thema, dieses kalte Spiel bringt einen ins Schwitzen. So. Ich vermute mal, dass die Leute um 6 wieder an die Arbeit gehen. Die Unterkünfte sind schon mal gebaut. Ich muss durchhalten. Leute verlassen sich auf mich. Manchmal frage ich mich, welchen Sinn unsere Mühen haben. Ja, welchen Sinn? Ich würde sagen, Leute, euch bleibt gar nichts anderes übrig. Dass, wenn das hier wirklich eure letzte Hoffnung ist, dann müsst ihr euch hier dran festklammern. So, und wie man schön sehen kann, geht jetzt hier die Sonne auf. Tag- und Nachtzyklus. Das hatte ich eben angesprochen. Schlafdauer. Also von Mitternacht bis 6 Uhr morgens schlafen die Leute. Bis 8 Uhr Freizeit. Okay, Arbeitszeit geht von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Okay, und dann bis 0 Uhr ist Freizeit. Verstehe. Also gut. So, wir haben jetzt noch keine 8 Uhr. Das heißt, die Leute gehen auch noch nicht an die Arbeit. Aber das wird gleich der Fall sein. So. Bieten der Helfereinwohner eine Unterkunft. 20 von 40. Ich würde sagen, ich... Scheiß drauf, ich baue jetzt nochmal hier so eine Hütte hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch zu viele Obdachlose.
Und ich muss aber mal sehen, ich brauche auf jeden Fall, brauchen wir viel Holz. Holzkisten. Okay, was haben wir hier hinten? Kohlehaufen, Kohlehaufen. Wir müssen schauen. Unsere Kohle wird langsam knapp, also wir müssen irgendwo noch Leute abziehen. So, wenn ich jetzt sehe, 15 Arbeiter, ich ziehe hier mal 5 ab und lasse hier hinten nochmal welche ans Werk gehen. 2 Arbeiter. So, und jetzt wollte ich mal schauen, war denn Holz nur das einzigste hier? So, Holzkisten. Das sind natürlich auch viele Arbeiter unterwegs. Und hier haben wir nochmal Holzkisten und hier haben wir keine Arbeiter. Also, zack, hier welche weg. Und hier zu den Holzkisten gehen bitte auch welche hin. Okay. Und hier unten sehen wir die Unzufriedenheit der Leute im Gegenzug zur Hoffnung. Und wir müssen natürlich sehen, dass Blau immer wieder überwiegt. Mangel an Unterkünften. Ja gut, die Mangel an Unterkünften habe ich doch aber schon in Angriff genommen. Aber, wenn ich das sehe, wir brauchen noch mehr Unterkünfte. Das reicht noch nicht. Wir brauchen 40 von 40. Wir haben eben nur 30 von 40 gehabt. Leute, das wird ein enges Ding hier. Kohle 170. Naja, das hält sich jetzt gerade so die Waage leicht steigend. Aber ich denke mal, wir dürfen da auf keinen Fall unter 100 kommen, um hier eine Nacht zu überleben. Und wichtig ist vor allem Holz. Also Holz ist mir ganz wichtig. 49 Holz. Weil wir haben hier schon 3 Kranke. Ruht sich aus, auf den die Zauber spielt. Okay. Gut, wir warten mal ab bis Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme. Das haben wir praktisch schon mal erreicht. Aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Also wie ich das schon gesagt habe, fällt das Ding aus, ist hier Sense. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Also wir fahren im Moment noch unterste, also kleinste Stufe. Das sollte nichts passieren. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Okay. Versprechen gehalten. Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlen sich in Dabokov erleichtert. Selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt. Okay, also wir haben unser Versprechen gehalten. Ich habe ja ein kleines Versprechen gegeben, dass ich den Leuten eine Unterkunft biete. Das haben wir schon mal erreicht. Sichere die Versorgung mit Rohnahrung. Baue eine Jagdhütte oder ein Treibhaus. So, hier haben wir jetzt verschiedene Untermenüs noch. Nahrungsmittel. Nahrungsmittel, wir brauchen eine Jagdhütte. Wo kann ich denn eine Jagdhütte hinbauen? Ist das hier eine Jagdhütte so groß? Ne, Moment mal. Nahrungsmittel, Jagdhütte, tatsächlich, das ist eine Jagdhütte. Ich weiß nicht, ob man hier zwischen ein bisschen Platz lassen muss, aber... der Platz ist ja hier auch sehr beschränkt. Und ein Speisehaus machen wir auch noch dahin. Weil man will natürlich nicht nur immer irgendwelchen rohen Fisch knabbern, weil man will natürlich auch mal eine schöne Forelle essen oder einen schönen Karpfen, was alles eigentlich überhaupt nicht schmeckt. Aber natürlich wollen die Leute auch mal, denke ich, eine ordentliche Mahlzeit haben, weil das steigert natürlich dann auch wieder die Zufriedenheit und die Gesundheit. Und im Moment halten wir uns noch gut hier unten. Ich schau mal, obdachlos. Ja, aber die Hütten sind ja bald fertig. 40 obdachlos, 3 krank. Okay, sind denn die Hütten schon? Einwohner 10 von 10. Ja, mein Gott, die Hütten sind ja schon voll. Kann ich das Risiko eingehen? Was haben wir denn noch an Holzvorräten? 29. Könnte man das Risiko eingehen? Nein, ich baue jetzt erstmal noch keine weitere Hütte. Weil ich der Meinung bin, dass wir noch Krankenstationen bauen müssen. So, wir müssen erstmal natürlich unsere Jagdhütte. Die ist noch im Bau. So, und da müssen wir jetzt natürlich
Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind jetzt vorerst gesichert. Und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittlichere Gebäude zu entwerfen. Na prima, also Leute, ich brauche auf jeden Fall erstmal mehr Rohstoffe. Also ich habe ja noch nicht genug Holz, ich kann ja noch gar nichts groß bauen. So, außer Betrieb. Da lasse ich mal zwei Leute arbeiten und das Speisesaal... Mal sehen, ob das so funktioniert. Ich weiß es nicht, wie viele Leute ich da brauche. Kann man das irgendwo erkennen? So, machen wir mal so allgemein. Speisehauskapazität. Okay, Jagdhütte haben wir zwei Leute. Weiß nicht, braucht man da mehr? Einen verfügbar, machen wir mal drei. Weil zu essen brauchen wir immer. So, baue eine Werkstatt, baue eine Signalstation, rette Überlebende aus unserer vermissten Expedition. Ja, das Bauen ist aber alles ein bisschen... Eigentlich wollte ich erstmal so die grundlegendsten Sachen hier fertigstellen. Wir haben nämlich auch Kranke. Gut, wir schauen einfach mal. Baue eine Werkstatt. So, wenn wir schauen. Rohstoffe. Sammelstelle. Sowas haben wir aber. Eine Werkstatt, okay. Ein Labor, das mit allem ausgestattet ist, was Ingenieure zur Entwicklung von verschiedenen Gebäuden, Technologien und Verbesserungen brauchen. 15 Holz, 5 Stahl. Gut, dann will ich das mal... Oh, das nimmt mir aber viel Platz weg. Aber wir setzen das mal hin und es wird wieder Abend. Und das ist richtig schön geil gemacht hier. Und hier oben pfeift ganz schön der Wind. Unzufriedenheit, obdachlos. Es ist schwierig. Also Holz, ich muss sehen, dass ich hier mehr Leute Holz abbauen lasse. Wir haben hier die Holzkisten. Ingenieure. Okay, wir stecken noch mal ein paar Ingenieure dahin. Hier haben wir auch Holzkisten. So, wie sieht's hier aus? Auch Ingenieure, jawohl. So, und unsere Werkstatt ist fertig. Und unsere Werkstatt ist außer Betrieb. Okay, weil sie braucht Ingenieure. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Okay, also es ist Nacht. Das ist ganz klar. Die Leute schlafen jetzt natürlich erstmal. So, Stahltrümmer. Das passt. Was haben wir hinten noch? Das ist alles. Was ist das? Bau hier eine Mine, um den Abbau zu beginnen. Kohlevorkommen. Okay, also wir müssen wahrscheinlich dann noch Minen errichten. Also das sind wahrscheinlich Kohlevorkommen, die jetzt hier rumliegen. Ich schau mal, was der Generator... Kohle 299, das ist eigentlich so ziemlich im Moment, sage ich mal, im grünen Bereich. Aber das Holz gefällt mir nicht. Das Holz ist mir zu wenig und die Essensrationen sind auch sehr gering. 20% Effizienzausstellung. Eine Arbeitskraft liefert 7%. So, das ist die Jagdhütte. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Wir spulen hier mal ein bisschen vor. Das tut mir leid für die Leute. Der wird die Nacht immer kürzer, wenn ich hier vorspule. Aber wir wollen ja mal schauen, wie es weitergeht. Also von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr. So, wenn man die Umstände bedenkt. Ah, jetzt habe ich es nicht gelesen. Also verschiedene Meinungen von Leuten holt man sich ja auch mal ein. Wie sind die denn drauf? Die Charlotte Baselt. Sehr geringes Risiko, krank zu werden. Okay. Wow, Technologiebaum. Unsere Ingenieure haben praktisch jetzt
ihre Arbeit aufgenommen in der Werkstatt. Und jetzt müssen wir schauen, was können wir hier machen. Rohstoffe, Nahrungsmittel, Erkundung und Industrie, Signalstation. Irgendwas war mit einer Signalstation. Wir wollen natürlich noch die vermissten Leute, die wir unterwegs... Wir wurden ja gesplittet und haben irgendwo unsere Leute verloren. Die wollen wir finden. Signalstation. Ermöglicht den Bau einer Signalstation. Okay, Start. Ja, Leute, da könnt ihr euch jetzt mal mit beschäftigen. Und ich erwarte pünktlichst die Ergebnisse. Okay, und irgendwie können wir auch noch Straßen bauen. Ich glaube, der Vorteil davon ist natürlich, dass die Leute sich schneller bewegen können. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Okay, baue die Signalstation. Okay, die ist aber noch in der Entwicklungsphase. Und ich wollte mal schauen, unser Baumenü. Gesundheit. 25 Holz kosten. Wir brauchen dringend eine Sanitätsstation. Ich habe keine Lust hier. Wir haben jetzt im Moment 7 Kranke, aber keine Schwerkranken. Aber ich denke mal, das wird ja nicht so bleiben. Bei minus 20 Grad. Okay, 25 Holz. Was haben wir im Vorratslager? Ich habe doch 30 Holz. Ja, ich kann sie auch bauen. Ist alles gut. Ich baue jetzt eine Krankenstation hier hin. Leute, beeilt euch mal ein bisschen mit dem Bau hier der Krankenstation. Natürlich als Chef dieser Kolonie auf unsere Leute aufpassen. Den soll es an nichts fehlen, auch nicht an der so herbeigesehnten Wärme. Was ist denn? Bau in der Nähe ein Sägewerk, um den Abbau zu beginnen. Gefrorene Bäume. Also hier denke ich mal, kann man richtig Holz. Oh. Leute von unserem Konvoi, eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Speerteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Okay, also wir müssen noch Leute ranholen. Wir haben natürlich dann auch mehr Arbeiter, ganz klar. Je mehr Leute wir haben, desto schneller können wir unsere Rohstoffe hier einsammeln, umso schneller wachsen wir. So, und mit dem Essen, das gefällt mir auch nicht richtig, mit dem Essen. Ich vermute mal, dass das... Okay, mal gucken, ob sich jetzt was ändert. Also Speisehaus ist jetzt voll besetzt, wie ich das sehe. Und die Jagdhütte auch. Kann sein, man muss eine zweite errichten. Ich weiß es nicht. So, wie sieht's hier aus? Außer Betrieb. Warum? Wir brauchen einen Ingenieur. Sanitätsstation. So. Also unsere Kranken sind jetzt schon mal gesunken auf 3. Wir machen mal 2 Ärzte. Oder Krankenschwestern, wie auch immer. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Also im Moment hält sich es ganz gut. Die Unzufriedenheit hält sich in Grenzen. Und die können wir aber auch gleich abbauen, indem wir hier nochmal eine Unterkunft hinsetzen. Dann sollte sich das auch noch ein bisschen ändern. So. Weg zur Arbeit, Status, okay. Standardmahlzeit. Speisehaus wird 4 Essensrationen aus 2 Rohnahrung produzieren. Funktionsfähig. Rohnahrung. Wir haben zu wenig Rohnahrung. Mal sehen, wenn ich jetzt hier auf 10 Leute erhöhe. Mal sehen, ob sich das jetzt ändert.
gut, also schauen wir mal, was dann dort passiert. So, und schon wieder Feierabend, das gibt's doch nicht. Speisehaus. Okay. Okay, dann müssen wir das mal beobachten. Die Jagdhütte macht mir ein bisschen Sorgen. So, es wird abends. Es wird Nacht. Wetteränderung. Die Temperatur in der Stadt ändert sich ständig. Achte genau auf die Vorhersage für die nächsten 5 Tage, die rechts neben der Temperatur am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Leute, das ist mir ja überhaupt noch nicht aufgefallen. So, hier haben wir schon mal die Wärmeansicht. Also hier ist soweit alles angenehm warm. Es ist ja noch nicht so kalt. Wir haben minus 20 Grad, aber ich habe ja, wie vorhin schon gesagt, hier kann es mal schnell auch minus 40 Grad werden. Und wie es aussieht in den nächsten Tagen, die Temperatur wird deutlicher sinken. 2 Stufen. Also vermute ich mal auf minus 40 Grad. Wow, Leute. Also da kommt mal richtig was auf uns zu. Ich habe es mir aber schon fast gedacht. So. Speisehaus, geschlossen zu dieser Tageszeit. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich werde mal die Zeit vorspulen. Okay, ist schon runtergegangen, wie ich sehe. Aber hier machen doch welche Nachtschicht. Hier laufen ja immer noch welche rum. Okay, also mit dem Essen, das hat funktioniert. Also wir haben wieder genügend. Wir haben 2 hungrige Leute. So. Wenn man die Umstände bedenkt, geht es uns eigentlich ganz gut. Auf diese Weise können wir sicherlich eine Weile weitermachen. Okay, Leute, also so ganz schlecht sind wir gar nicht. Also so ganz schlechte Strategen sind wir gar nicht. Aber ich tue mich immer schwer mit zu spielen. Aber man muss natürlich... Wenn man richtig liest, dann klappt das eigentlich schon alles. So, was machen unsere Kranken? 4 krank. Die Krankenstation, was macht die? Hier ist unsere Krankenstation. Wir haben 4 Kranke. Oh, Leute, und jetzt ist es passiert. Wir haben minus 40 Grad. Und wenn wir jetzt mal schauen, haben wir in der Stadt natürlich, in der Stadt ist es jetzt auch schon kühl. Also in der Stadt, wenn man hier schaut, ist es kühl. In den Häusern ist es erträglich. Außer im Reaktor oder Generator ist es komfortabel, das ist klar. Alter Besen, sage ich nur. Also, mir friert schon fast der Bildschirm zu, wie man das hier sieht. Also, das ist richtig gut gemacht. Also, man merkt es schon an. Auch den Leuten kann man sich vorstellen, dass es hier wirklich arschkalt sein muss. So, und unsere Signalstation, es liegt bei 63%, aber ich denke mal, das können wir doch bestimmt auch erhöhen. Effizienz 80% in der Werkstatt jetzt. Also werden die Sachen jetzt, denke ich mal, auch schneller entwickelt. Okay. Und mehr geht jetzt gar nicht, ne? So, Generatorüberlastung lese ich hier oben. Im Extremfall kann der Generator in einem Overdrive versetzt werden. Dies erhöht die Wärme, die er liefert, setzt den Generator aber auch unter Druck. Behalte den Belastungsmesser im Auge. Wenn er 100% erreicht, wird der Generator explodieren. So, wo kann ich das jetzt sehen? Ja, da ist aber alles im grünen Bereich. Wir haben ja noch die geringste Dampfstufe. Ich traue mich noch gar nicht, das mal höher zu schrauben. Holz 44. Das Holz ist immer ganz... Da muss ich noch was machen. Kohle sieht gut aus, aber Holz gefällt mir überhaupt nicht. So, ich will mehr Holz, Leute. Ich will mehr Holz.
Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Wir brauchen Holz. Was ist das? Holzkisten. Und da ist keiner. Das geht nicht. Das geht nicht, Leute. So. Straßenbaum. Signalstation erforscht. Ermöglicht den Bau einer Signalstation. Baue die Signalstation. Kohlehaufen erschöpft. Signalstation erforscht. Ah, Kohlehaufen erschöpft. Also Leute, das ist das, was ich vermutet habe. Die Vorräte gingen irgendwann auch mal zur Neige und wir müssen hier irgendwo eine Mine errichten. Baue hier eine Mine, um den Abbau zu beginnen. Wie kann ich denn hier jetzt eine Mine bauen? Wir schauen mal durch. Technologie, Rohstoffe. Sammelstelle, Rohstoffdepot. Da steht noch nichts mit einer Mine. Da geht im Moment noch nicht viel. Das müssen wir wahrscheinlich alles erst erforschen. So, Signalstation. Wo kann ich hier eine Signalstation hinbauen? Muss denn die... Grenzt nicht an Straße an. Also wir müssen auch erstmal irgendwie Straßen bauen. Okay, hier ist jetzt kein Platz. So, was haben wir? Die Gefahrenerkälte, Frostbeulen. Einer unserer Leute ist schwer krank. Diagnose Frostbeule. Wenn die Leute weiterhin in der Kälte arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall. Wir müssen handeln. Das Lebenserhaltungsgesetz. Okay. Radikale Behandlung, Lebenserhaltung. Okay, Lebenserhaltung. Wir können die Schwerkranken nicht heilen, aber wir können sie wenigstens am Leben erhalten. Wir werden nicht riskieren, sie durch radikale Behandlung zum Amputieren zu machen. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach bla 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 ein weiteres eingeführt werden. Vorteile. Die Schwerkranken werden in Stationen am Leben gehalten, aber nicht behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an. Okay, also das ist der Vorteil, dass die Hoffnung leicht ansteigt. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Die Schwerkranken werden nicht behandelt und bleiben eine Bürde. Die Schwerkranken belegen Betten in den Sanitätshäusern. Nee, radikale Behandlung. Die Schwerkranken werden in den Sanitätsstationen behandelt. Die Hoffnung steigt gleich an. 30% der Sanitätsstationen behandeln die Schwerkranken, werden zur Ambition amputieren. Okay, die Unzufriedenheit steigt leicht an. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Nee, Leute, wir müssen radikal vorgehen in dieser Zeit. Ja, unsere medizinischen... Ja, es mag ja vernünftig sein, aber es ist trotzdem grausam. Ja, aber es ist vernünftig, Leute. Erzählt mir nichts. Wie sieht das denn aus mit unserer Krankenstation? Das reicht noch, okay. So, wo war ich stehen geblieben? Signalstation, die Signalstation. Ja, die müssen irgendwo die Signalstation hinbauen. Können wir denn hier Straßen bauen? Straßen. Ich muss mal gucken. Ja, okay. Also Straßenbau. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Kann man das ein bisschen hinziehen? Das geht nicht. Okay, das. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Der Straßenbau wird, denke ich mal, auch ein bisschen dauern. Technologiebaum, okay. Ah, verstehe. Okay, also hier sieht man, wie die Straßen gebaut. Der Schnee wird beiseite geschafft. Und die Leute werden sich natürlich dann dadurch, denke ich mal, schneller bewegen können. Und wir werden bald... Hier haben wir nochmal Kohle. Da schicken wir auch nochmal ein paar Leute hin. Zum Minenbau kommen wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht. Oder kann ich das schon mal hier in Auftrag geben? Hier war's. Heizung, Rohstoffe.
Kohlegenerator, schnelles Sammeln, Sägewerk, Stahlwerk. Aber ich habe noch keine Kohlegenerator. Okay, ein Sägewerk brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ermöglicht den Bau von Kohlegeneratoren. Ah, da können wir dann weitere bauen, okay. Sägewerk. Ermöglicht den Bau von Sägewerken. Macht aus gefrorenen Bäumen verwendbare Materialien und produziert bis zu 80... Leute, natürlich. Das möchte ich. Ich möchte ein Sägewerk haben. Dann können wir hier diese ganzen gefrorenen Bäume verarbeiten. Und so kommen wir natürlich schneller an unser Holz. So, und die Temperatur, was macht die? Na gut, das hält sich alles in Grenzen. Kühl. Ja, gut. Es ist halt Winter, Leute. Es ist halt Winter. So, und jetzt scheint die Straße fertig zu sein. Und wie ich schon vermutet habe, also die Leute können sich hier schneller bewegen. Und ich denke mal, somit geht auch der Transport der Rohstoffe ins Lager schneller. Jetzt bauen wir natürlich erstmal eine Signalstation. Straße ist nicht mit dem Generator verbunden. Mist. Habe ich da etwa ein bisschen Mist gebaut beim Bauen? Muss ich die Straße bis zum Generator bauen? Was ist das für ein Käse? Daran komme ich nicht, also tut mir leid. Okay, also wahrscheinlich müssen wir bis dahin kommen. Signalstation. Okay, hier. Hier geht's. Hier geht's nicht. Hier geht's. Signalstation. Warum auch immer. Wie gesagt, ich bin kein Stratege, aber wir checken das einfach mal ab. Und das sieht wirklich richtig geil gemacht aus. Hier mit den Lichtern richtig fett. So, was ist obdachlos? Wir haben immer noch Obdachlose. Leute, ich glaube, wir kommen aber bald an den Punkt, wo wir den Generator eine Stufe höher schalten müssen. Weil wir brauchen mehr Baufläche. So. Dampfstufe 2 noch nicht erforscht. Okay, also das ist das nächste, was wir erforschen müssen. Damit wir natürlich mehr Bau, weil wir brauchen noch Unterkünfte. Also, oder habe ich hier noch Platz? Was ist denn das? Zelt. Das sind schon Unterkünfte, okay. Ist das so alles verbaut hier? Kann man das nicht drehen? Ah, sehr schön. So, Signalstation gebaut. Wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen, die uns umgibt. Frostland. Wow. Okay. So, und das scheint unsere Signalstation zu sein. Wow, okay, jetzt geht's weiter. Und hier können wir schon mal über den Tellerrand hinausschauen. Und hier ist wirklich pures Eis. Ne? Also Eislandschaften, wohin das Auge reicht. Vermisste Expedition, düstere Höhle. Schicke Speer hierher, um mehr über diesen Ort zu erfahren. Zahllose Zelte. Wir können sich bewegende Personen ausmachen. Also wir können sich bewegende Personen ausmachen. So rum. Das müssen die vermissten Expeditionsmitglieder sein. Okay. So, und ich hoffe, unser Zuhause ist die einzige Zuflucht der tödlichen Kälte. All unsere Hoffnungen leben und sterben mit ihr. Gut, also unsere Stadt ist immer noch das Wichtigste, das ist ganz klar.
So, und jetzt muss ich mal schauen. Ich muss mal wieder hier reingehen. Und jetzt klicke ich mal auf unsere... Also, was wir eben rausgefunden haben, wir können uns auch drehen. So. Und ich wollte mal schauen, ob hier noch Bauplatz ist. Nee, also da ist alles dicht im Moment hier. So, ich brauche unsere Signalstation. Wo kann ich denn jetzt hier was einstellen? So, Leute von unserem Konvoi. Bereit zur Suche. Die Leute jubeln, als der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung und alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Frostland nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hat, ist auch dabei. Ah, die hatten wir also vorhin gesehen, die Frau. Die vermisst auch Familienmitglieder. Wir brauchen einen Erfolg. Wir brauchten einen Erfolg. Okay, also Expeditionen laufen jetzt, wie es aussieht. Warten wir mal ab, was da passiert. Und dann schauen wir mal weiter, was wir noch alles erforschen können. So. Funktionsfähig. Zum Erstellen nötig. Okay, Speer. Ah, wir brauchen noch Speer. Wir brauchen Arbeiter. Neues Speerteam erstellen. Es müssen mindestens 5 Einwohner verfügbar sein, nicht genug Holz. Also, Sägewerk muss erforscht werden. Sägewerk ist bei 10% stehen geblieben. Warum? Natürlich, weil Feierabend ist. So, und ich drehe mal wieder die Geschichte rum. Ja, Leute, und wir brauchen, wie gesagt, unsere Straße ist fertig hier. So sieht das also dann aus, richtig mit Laternen. Und was ist das für ein Boden? Sieht aus wie... Ja, also... Ja, genau, das ist Holz und hier gehen Heizrohre lang. Deswegen muss die Straße auch unbedingt mit dem Generator verbunden sein. Und somit bleibt das natürlich das ganze Eis und Schnee frei. Und wir schauen mal weiter. Wenn wir jetzt zum nächsten Tag kommen, müsste eigentlich die Forschung von unserem Sägewerk weiterlaufen. Weil das brauchen wir jetzt. Wir brauchen mehr Holz. Sonst haben wir hier keine Chance mehr. Wenn man die Umstände bedenkt, geht es uns eigentlich ganz gut. Ja, noch. Manchmal frage ich mich, welchen Sinn unsere Mühen haben. Ja, bleib ganz ruhig. Okay, also die Unzufriedenheit ist noch ein bisschen da. Wir brauchen natürlich noch Unterkünfte und wir haben ein paar Kranke. 14 Kranke, aber 0 Schwerkranke. Aber der Rest scheint zu funktionieren. Sägewerk läuft. Okay, ich schau mal, hier muss ich das mal ein bisschen versuchen. Nee, mehr geht da jetzt nicht. Gut, müssen wir warten, unser... Sägewerk muss erforscht werden. Wir brauchen das Holz. So. Okay, jetzt läuft die Prozentzahl weiter. Ich hatte schon Angst. Ja, Leute, also der nächste Punkt wäre jetzt, wie schon gesagt, das Sägewerk. Wir brauchen auch noch mehr Holz. Wir müssen ein Forscherteam zusammenstellen. Also kein Forscherteam, ein Speerteam, die die vermissten Leute noch finden. Und wir müssen... So, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Ein Ratschlag. Arbeiter benötigt. Es gibt so viel zu tun und nicht genügend Hände, um es zu tun. Eine schnelle Lösung für dieses Problem wäre, unsere Kinder zur Arbeit zu schicken. Oh, Leute, okay, da betreten wir jetzt einen Bereich, der ist... Okay, also wir haben Kinderarbeit. Ungefährliche Arbeiten. Wir haben nicht genug Hände für all die Arbeit. Wir werden erlauben, dass Kinder an... ungefährlichen Arbeitsplätzen wie Speisehäusern oder Treibhäusern arbeiten dürfen. Hört sich für mich eigentlich ganz plausibel an, weil ihr müsst mal überlegen, wir haben die anderen Leute noch nicht gefunden und dadurch fehlen uns ja die Arbeitskräfte und wir müssen eigentlich unsere Kinder jetzt erstmal mit einspannen für natürlich ungefährliche Arbeit. So, was wäre das Gegenteil? Keine Kinderarbeit, wir würden Kinderheime erschaffen. Kinder sind sicher, wenn sie tagsüber in Kinderheimen sind. Und sie stellen nichts an. Das hilft uns aber nicht weiter. Aber die Hoffnung steigt an, jedes Kind einen Platz im Kinderheim zu versorgen, bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Du musst ein Kinderheim bauen. Also da hätten wir eigentlich fast nur Vorteile, wenn wir das mit der Kinderarbeit lassen.
Die Hoffnung sinkt leicht. Kinderarbeiter können bei Unfällen verletzt werden. Leute, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Ich baue Kinderheime. Weil ich habe keine Lust hier auf Stress. Ja, und was sie den ganzen Tag machen, klingt vernünftig, aber sie sollten auch etwas lernen. Ja, da brauchen wir natürlich dann auch noch eine Schule. Aber ich sag mal, ich halte nichts von Kinderarbeit. Ich meine, wir haben bald unseren Speertrupp zusammen und da sollten wir noch Leute bekommen. Ob es die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Ich meine, in einem Speisehaus kann ein Kind doch mal mithelfen. Das wäre eigentlich jetzt nicht so tragisch gewesen, aber wie gesagt, jede Entscheidung bringt hier einen Haufen mit sich. Und wenn wir jetzt Kinder arbeiten lassen, naja, wir haben dann nicht nur Freunde und wir brauchen natürlich die Leute, wir müssen sie ja in der Hoffnung, wir müssen sie bei Laune halten. Ne? Sie brauchen Hoffnung, sie brauchen die Laune, wir müssen die Leute aufbauen. Tja, Leute, also wie gesagt, nächster Punkt, Sägewerk, wir brauchen mehr Holz, wir brauchen den Speertrupp. Und fürs Erste soll es das gewesen sein, Leute, um mal reinzuschnuppern hier. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne dabei bleiben. Also mir macht das Spiel schon mal viel Spaß und ich verstehe jetzt auch, warum es mich nicht in Ruhe gelassen hat. Ja, Leute, das hier ist die Eiszeit-Simulationskunst von eurem Skydreamer gewesen, hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal nochmal dabei seid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis hierher, euer Skydreamer. Bis später, macht's gut, Leute, ciao.